Ja, hallo, ich bin Ilka Buchmann. Ich habe an der Uni Konstanz Psychologie studiert und promoviere dort jetzt in der Gruppe Motorische Kognition unter Leitung von Frau Dr. Jennifer Randerath. Wir arbeiten in enger Kooperation mit dem Luria-Institut für Rehabilitationswissenschaften und Gesundheitsforschung an den Kliniken Schmieder. Und was wir untersuchen, ist die Werkzeugapraxie. Das ist eine Werkzeuggebrauchsstörung, bei welcher die Patienten eben nicht mehr wissen, was sie mit einem Kamm oder einer Zahnbürste anfangen sollen. Obwohl ein Schlaganfall in Deutschland mittlerweile ca. 260.000 Menschen jährlich trifft und von den überlebenden Personen wiederum ca. ein Viertel an einer Werkzeuggebrauchsstörung leidet, das sind ca. 50.000 Menschen in Deutschland jährlich, gibt es bis heute keinen in deutschen Kliniken gebräuchlichen, normierten Test mit realen Werkzeugen. Ein Grund für diese Lücke ist, dass Patienten mit Werkzeuggebrauchsstörungen gleichzeitig Sprachstörungen und Lähmungserscheinungen aufzeigen und diese oft bei der Rehabilitation im Vordergrund stehen. Ein weiterer Grund für die bisher fehlende standardisierte Apraxiediagnostik ist sicherlich in den bisherigen Testverfahren zu suchen. Die Apraxie wird bisher mit Tests wie der Imitation von Bewegungen sowie der pantomimischen Darstellung des Werkzeuggebrauchs untersucht. Der Nutzen dieser Testverfahren scheint nicht nur für Patienten, sondern auch für Therapeuten eher abstrakt. Daher haben wir nun zusätzlich den Familiar Tools und Novel Tools Test entwickelt, welche die Selektion und den Gebrauch von alltäglichen sowie unbekannten Werkzeugen testen. Die Aufgaben sehen so aus, dass dem Patienten jeweils ein Objekt und drei Werkzeuge vorgelegt werden. Im Familiar Tools Test soll der Patient das Werkzeug auswählen, mit welchem sich das Objekt am besten bedienen lässt. In diesem Fall Suppe in die Schüssel schöpfen, also wäre die Kelle korrekt. Da es nicht nur bekannte, sondern auch unbekannte Werkzeuge gibt, wenden wir außerdem den Novel Tools Test an, mit welchem man mechanisches Problemlösen prüft. Hier sollen die Patienten das Werkzeug heraussuchen, mit welchem sie den vor ihnen stehenden Zylinder am sichersten hochheben können. Wir haben diese Aufgaben zuerst an 82 gesunden Personen im Alter zwischen 20 und 80 Jahren an der Uni Konstanz und in Berlin untersucht und danach über einen Zeitraum von 2 Jahren mit 53 Schlaganfallpatienten der Klinik in Schmieder-Allensbach durchgeführt. Wie man hier sieht, haben gesunde Personen mit Aufgaben dieser Art überhaupt keine Schwierigkeiten. Sie wählen sofort das richtige Werkzeug aus und wenden die Kelle dann auch korrekt an. Hingegen gelingt es Patienten teilweise weder das korrekte Werkzeug auszuwählen, in diesem Fall wieder die Kelle, noch dieses auf Anhieb korrekt anzuwenden. Erst mit Hilfe der Versuchsleiterin schafft es dieser Patient, die Suppe korrekt in die Schüssel zu geben. Auch beim Novel Tools Test zeigen sich deutliche Schwierigkeiten. Wie man hier sieht, ist das mittlere Werkzeug am besten geeignet, um den Zylinder hochzuheben, indem die Person das Werkzeug über den Schlauch stülpt und diesen dann einklemmt. Im Gegensatz dazu sieht man bei dieser Patientin deutliche Schwierigkeiten, das korrekte Werkzeug auszuwählen. Die Anwendung gelingt abermals nur mit Hilfe der Versuchsleiterin. So wie diesen zwei gezeigten Patienten ergeht es mehr als einem Drittel aller getesteten Patienten mit linksseitiger Hirnschädigung nach Schlaganfall im Novel Tools Test, sowie fast der Hälfte der getesteten Patienten mit linksseitiger Hirnschädigung im Familiar Tools Test. Unser großes Anliegen ist es daher, die entwickelten, normierten und psychometrisch untersuchten Testverfahren in den Kliniken zur Verfügung zu stellen und auf die immense Relevanz der Werkzeuggebrauchsstörung hinzuweisen.